Hallo und herzlich willkommen. Deine LED-Lampe mit fest verlötetem LED-Streifen flickert oder leuchtet nicht mehr? Das LED-Modul austauschen durch ein magnetisches LED-Umrüstkit ist simpel und kostengünstig. Die 5 Schritte für einen Austausch sind für die meisten Deckenleuchten übertragbar. Altes Gehäuse demontieren, das fest verbaute LED-Modul und Lichtleiste entfernen, das neue magnetische LED-Modul einbauen. Wie die Montage auch bei einem Plastikgehäuse funktioniert, zeige ich am Schluss des Videos. Diese LED-Leuchte habe ich 2017 für 20 Euro aus einem Baumarkt gekauft. Es ist nun 2022 und die Leuchte flickert und manchmal springt es auch nicht an. By the way, die Inflation macht auch vor Deckenleuchten nicht halt. Ein ähnliches Modell kostet aktuell bei Lidl schon 40 Euro. Der Aufbau ist bei vielen Deckenleuchten ähnlich. Es gibt das Gehäuse inklusive transparenter Umhausung. Darunter befindet sich ein kleines Elektronikmodul und der LED-Leuchtstreifen. Der Anschluss erfolgt über eine Lüsterklemme. Zum Glück gibt es auf Amazon passende LED-Umrüstkits. Im Video verwende ich eins der Marke McShine. Es hat 21 cm Durchmesser, eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin und eine Lichtleistung von 2400 Lumen. Diese Variante kostet 14 Euro. Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Die Lebensdauer des Umrüstkits beträgt angeblich 25.000 Stunden. Ich denke nicht, dass es stimmt. 5 Jahre halte ich für realistischer. Bevor wir loslegen, immer den Fehlerschutzschalter und Stromkreis im Sicherungskasten deaktivieren. Hantiere niemals nur mit ausgeschaltetem Licht herum. Das kann lebensgefährlich werden. Zuerst erfolgt die Demontage durch Lösen der Lüsterklemme am Stromkreis der Lichtquelle. In meinem Fall kommt das Kabel durch die Decke. Danach wird das Gehäuse, welches meist durch Schrauben in Dübeln befestigt ist, demontiert. Anschließend erfolgt das Entfernen der Abdeckung für das Elektronikmodul. Als nächstes wird die Lüsterklemme entfernt. Die Elektronik und LED-Leiste ist bei mir teilweise verklemmt, mit Kunststoffstiften gesteckt und verschraubt. Das kann bei dir abweichen. Beim Auseinanderbauen geht es darum, die Einbauten so weit zu entfernen, ohne das Gehäuse zu verbiegen. Am Ende bleibt nur noch das metallische Gehäuseteil übrig. Das Gehäuse ist frei und der Umrüstsatz mit LED-Modul kann montiert werden. Praktischerweise sind die Halterungen magnetisch. Ein umständliches Bohren inklusive quälendes Hantieren mit Schrauben und Muttern entfällt. Das Stromkabel aus der Decke wird durch die Bohrung eingefädelt. Nach dem Festschrauben des Gehäuses übernehmen die Magneten den Rest und sorgen für einen ausreichend festen Sitz. Damit wir das Licht einschalten können, werden die Kabel des Umrüstkits mit Hilfe der Lüsterklemme an die Stromleitung verbunden. Hier ist unbedingt auf die korrekte Vergabelung zu achten. Das braune Kabel, in manchen Haushalten auch schwarz, enthält den Strom. Das Kabel wird daher mit dem braunen verbunden. Oder drastisch ausgedrückt, das Kabel ist der Tod. Also, wie vorher schon erwähnt, sorgt dafür, dass die Sicherung draußen ist und niemand die Sicherung wieder aktiviert. Das blaue Kabel ist die Minusleitung und wird mit dem blauen aus der Stromquelle verbunden. Das gelbe Kabel wird mit dem Gehäuse verbunden und sorgt dafür, dass die Sicherung bei einem Kurzschluss auslöst. Die Kabel sind fest miteinander verbunden. Nun können wir die Sicherungen wieder aktivieren und das Licht testen. Als letztes wird die transparente Abdeckung montiert. Die Aktion hat in der Summe 10 Minuten gedauert und ich habe mir bares Geld gespart. Sollte dein Gehäuse nicht metallisch sein, sondern aus Kunststoff bestehen, müssen wir etwas tricksen. Auf das Kunststoffgehäuse wird ein selbstklebendes Metallband, zum Beispiel von Gouda oder einem anderen Markenhersteller geklebt. Um ganz sicher zu gehen, würde ich das Band an einigen Stellen mit einer Heißklebepistole fixieren. Ach ja, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren.
So findest du meine Videos zukünftig schneller. Vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.